Ja gut, nächstes Spiel Schalke 04 gegen Bayer 04 Leverkusen. Beide Vereine mit der 04 im Namen, außer wenn Carmen Thomas wieder dran ist, dann ist es Schalke 05. Oh ja. Das ist für mich auf jeden Fall das Spitzenspiel. Ja. Also ja, die Frage ist, was halt heute Abend passiert in der Champions League gegen PAOK, ne? Das hat für mich eigentlich keine Auswirkung auf das Spiel, weil... Ja, also mal gucken, ob der Keller haben sie Justin Clemens wieder Also sie haben gesagt, Keller wird auf jeden Fall Trainer bleiben. Ja, und ich meine, das haben wir, ich weiß nicht, bei welchem Verein es letztes Jahr war. Wir halten auf jeden Fall, wir stehen komplett hinter ihm. Nächsten Tag war er weg. Könnte Fürth gewesen sein. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, wer es war. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, in meiner Ansicht liegt es daran, wie Schalke heute Abend spielt und ob sie Selbstvertrauen tanken können. Wer ist gesperrt? Hövedes wird, denke ich mal, um die 3 Spiele gesperrt werden. Wer ist noch geflogen? Wer war das andere nochmal? Ach man, ich wusste es doch noch. Nee. Ist nur einer geflogen, nein, oder? Nein, sind 2 geflogen. Sicher? Ja. Ushida? Nee. Fuchs, gelb-rot. Ja, stimmt, Fuchs hat noch eine gelb-rote, genau. Ja, der hätte auch glattrot kriegen können. Der das war für mich nicht mal eine gelbe. Klar. Nee. Klar. Das von Fuchs war für mich. Und Hoogland hätte eine rote kriegen müssen wegen Notbremse. Aber packen wir das mal zur Seite. Schalke spielt diese Saison absolut, wie es der Trainername sagt, im Keller. Ja, und ja, Leverkusen hat meiner Meinung nach ganz gut bisher gepunktet. Ja, gut, die sich gut verkauft. 3 Siege aus 3 Spielen, das ist doch schon okay. Und deswegen tippe ich mal auf einen 3-0-Sieg von Leverkusen. 3-0? Nee, ich tippe auf einen Unentschieden. Das ist eigentlich ein typisches Unentschieden-Spiel. Schalke wird hier auf jeden Fall wieder fangen. Wobei, nee, ist der Hunter ist immer noch verletzt, ne? Der wird auch noch, glaub, so 6 Wochen, 5 Wochen ausfallen, hat Innenbandriss oder sowas. Ja, dann tippe ich auf ein 2-1 für Leverkusen.